Hallo Leute, was geht? Willkommen zurück. Eigentlich hatte ich geplant, dass wir heute das Video für das Black Ops 4 Turnier am Samstag hochladen. Samstag findet das Turnier statt auf meinem Twitch-Kanal. Das heißt, wenn ihr ein 4-Mann-Team habt, das ist ein Multiplayer-Turnier ohne Spezialisten, dann könnt ihr natürlich gerne reinschalten. Ich werde da jetzt aber separat kein Video mehr zu machen, weil die Timeline, die ich habe mit den Videos, die jetzt demnächst kommen, das einfach nicht mehr hergibt. Also jetzt nur ganz am Anfang kurze Info für euch. Schaut gerne Samstag rein, so ab 15 Uhr werde ich ungefähr online sein. Ihr braucht euch nicht anmelden, ihr braucht einfach nur 3 Teammates haben und dann werde ich euch alles weitere erklären. Dann hatte ich überlegt, ob ich das Gung-Ho-Video heute mache. Ich preise es ja immer wieder an als das beste Perk im Game, aber das Video, was ihr jetzt sehen werdet, ist kein Video übers Gaming an sich oder über Black Ops 4 an sich, sondern über dieses ganze Prozedere um YouTube, um Twitch, es ist relativ schwer zu erklären, um dieses Gefühl, was vielleicht einige von euch schon hatten und was auch mich, seitdem ich mit YouTube im Prinzip angefangen habe, begleitet, und zwar dieses Außenstehender sein im Prinzip, also nicht wirklich integriert sein, und da muss man genau gucken, wie man das meint, weil viele von uns, einige gehen zur Schule, andere arbeiten so wie ich, bin ja nun schon etwas älter als 18, 19. Und ihr werdet das bestimmt alle schon mal gehabt haben, dass euch Leute auslachen für das, was ihr macht, dass euch Leute erzählen, dass ihr nur zocken seid, dass ihr nur am Daddeln seid, dass es vielleicht ein Hobby ist, aber niemals erfolgreich sein wird. Und es gibt da so viele Facetten bei und Menschen verstehen nicht, was ihr tut, und viele Menschen verstehen nicht, warum ihr es tut, und da gibt es so viele Sachen, die man über sich ergehen lassen muss und die man aushalten muss, und dafür ist es wichtig, dass ihr einen Charakter habt, der es nicht ignoriert, aber der damit umgehen kann. Und ich kenne viele mittlerweile, seitdem ich das hier mache, die sind noch ganz, ganz klein unterwegs und die streamen fast täglich und haben ein oder zwei oder gar keinen Zuschauer, und deren Videos, obwohl die gut sind und obwohl sie gut bearbeitet sind und obwohl sie interessant sind, werden einfach nur von 10, 20 Leuten gesehen, und diese Menschen machen trotzdem weiter. Und viele davon machen das nicht, weil sie das schnelle Geld in der Ecke wittern, sondern weil es ihnen Spaß macht und weil es deren Passion ist, deren Lebenseinstellung. Und das ist einfach ein Thema, was ich heute mal ansprechen wollte, weil ich mir dachte, es würde mal vielleicht passen, vielleicht mal ein bisschen weggehen von dem, wofür dieser Kanal eigentlich ist, und auch einfach mal über solche wichtigen Sachen sprechen. Das heißt, wenn ihr darauf keinen Bock habt, könnt ihr am besten jetzt direkt ausschalten. Ansonsten, vielleicht habt ihr es ja auch schon gehabt. Also eure Freunde werden euch auslachen, wenn ihr das versucht, irgendwie teilberuflich, hauptberuflich zu machen, zu streamen, Videos aufzunehmen, Content zu kreieren. Familienmitglieder werden euch auslachen, in Anführungsstrichen Freunde, richtige Freunde lachen euch nicht aus, sondern supporten euch. Und für viele ist es unglaublich wichtig, jemanden zu haben, der ihnen dabei hilft, ob das ein Partner ist, ob das ein Gaming-Kumpel ist, ob das vielleicht ein paar Moderatoren sind in dem Chat, die immer mal mit reingucken und beim Aufbau von dem Ganzen helfen und Overlays haben und Ideen haben und Feedback geben und alles Mögliche. Und andere müssen das halt wirklich von 0 auf 100 schaffen, ohne Hilfe, ohne alles. Die werden von falschen Freunden dafür ausgelacht, und genau diese Freunde kommen dann irgendwann später wieder, wenn man es denn teilweise geschafft hat und erfolgreich ist. Was meint ihr, wie viele Leute nach dieser Story mit Haptic damals auf mich zugekommen sind, die mich bis davor noch ausgelacht haben, dass ich niemals auf YouTube oder Twitch auch nur einigermaßen erfolgreich sein werde, und urplötzlich zusammen daddeln wollten und mal was aufnehmen wollten, und alle wollten plötzlich ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Menschen haben einem das plötzlich nicht gegönnt, obwohl ich ja nie danach gefragt habe, irgendwo einen Support zu bekommen. Ich habe mich nirgendwo beworben. Es war die freie Entscheidung von einem anderen YouTuber, sich um eins meiner Gameplays zu kümmern in dem Fall, was halt dieses Ganze bei YouTube auch so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Das waren einfach mal 1000 Abonnenten innerhalb von 7, 8 Stunden, das war natürlich heftig. Das
seitdem, was halt auch viele vergessen, als es mit Haptic anfing, war ich bei 1000 Abonnenten und danach war ich bei 2500 nach 3-4 Tagen und jetzt bin ich bei 6500. Also danach habe ich keinen Push mehr bekommen, sondern ich habe mir das dann selbst aufgebaut. Und Menschen gönnen euch das nicht. Viele Menschen gönnen euch im Prinzip nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln. Einige verstehen nicht, dass hinter der Kamera oder hinter einem Video ein normaler Mensch sitzt, der ein normales Leben hat, der morgens zur Arbeit geht, der morgens zur Schule geht, der eine Familie hat, der ein richtiges Leben führt. Das ist so ein generelles Problem mit dem Thema Internet einfach. Viele realisieren nicht, dass hier keine Roboter sitzen, die irgendwas kreieren, sondern Menschen, die Gefühle haben, die nicht nur Gefühle, sondern einfach Emotionen und Wünsche und Ziele. Und der eine möchte gerne Bauarbeiter werden und ein anderer möchte gerne Arzt werden und wiederum ein anderer hat für sich das Ziel, einfach zu streamen und zieht das auch eiskalt durch, ob er einen Zuschauer hat oder 100.000. Und natürlich, es wird in den nächsten Jahren so weit kommen, dass ihr im Fernsehen, auf Netflix immer mehr Werbung seht für Twitch-Streamer, für YouTube-Streamer, für Content-Creator. Das ist eine Sparte, die immer weiter wächst und die ist gerade erst am Anfang im Prinzip. Und die Leute, die euch jetzt vielleicht auslachen, die werden in 2-3 Jahren, wenn ihr erfolgreich seid und wenn ihr es geschafft habt, wieder auf euch zukommen und der felsenfesten Überzeugung sein, dass sie euch erzählen können, dass ihr schon immer die Geilsten wart. Und dann wollen sie wieder ein Stück vom Kuchen abhaben. Und das ist ein extrem schlimmes Gefühl, um ganz ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, ich bin ein relativ selbstbewusster Mensch. Andere sind das nicht. Ich kenne viele, die haben kein großes Selbstbewusstsein. Die schleichen sich im Prinzip schon allein so in der Schule durch und hoffen dann schnell nach Hause zu können und setzen sich an die Konsole. Und wenn die daddeln oder am PC oder sonst wo, dann ist das für die eine Art Rückzugsraum. Einfach, weil es deren Leben in dem Moment ist. Und daran ist nichts verkehrt, weil die einen haben das Hobby, die anderen spielen gerne Tennis, andere spielen gerne Fußball, andere spielen gerne Videogames und einige versuchen damit dann auch noch erfolgreich zu sein oder in erster Linie nicht mal erfolgreich sein, sondern anderen Leuten einfach ein Stück weit Spaß zu machen. Und viele Leute von euch, die machen Content nicht gerne selber, die gucken sich den aber an in dem Stream, setzen sich dann 1 Stunde, 2 Stunden manchmal hin, essen währenddessen, gucken sich an, was da XY macht und haben Interesse daran. Und das ist total cool, weil man die Möglichkeit hat, mit relativ wenig Aufwand anfänglich eine möglichst große Masse zu erreichen und Menschen einfach eine schöne Zeit zu machen. Und wer nach wie vor der Auffassung ist, dass daran etwas Schlechtes ist, der hat das Ganze nie verstanden, der hat damit nie was zu tun gehabt und den sollte man dafür nicht verurteilen. Allerdings sollte man auch erwarten, dass dieser Mensch dann niemand anderen verurteilt. Streaming, Content kreieren, egal ob das Gaming-Videos sind, ob das Foodblogs sind oder sonstiges, sind alles Sachen, die ziemlich cool sind eigentlich und die Spaß machen. Und vor allen Dingen macht es Leuten Spaß, dass sie etwas tun können, womit sie sozusagen Hobby und vielleicht auch noch eine Geldeinnahmequelle, auch wenn es nur ein kleiner Rahmen ist, irgendwie unterhalten können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch schon oft dieses Gefühl hatten, wenn sie selbst Content kreieren, dass man echt nach wie vor, obwohl Twitch und YouTube einfach so riesige Plattformen mittlerweile sind, die Millionen von Menschen erreichen, dass sie trotzdem irgendwie so, ich sag mal, außen am Rand stehen. Gesellschaftlich ist es immer noch so ein Thema, viele Ältere oder viele, die nichts damit zu tun haben, belächeln das nach wie vor und machen sich drüber lustig. Das ist alles nicht ganz so einfach und ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich das jetzt so in dem Video mache. Ich glaube einfach, weil ich schon immer das Gefühl hatte, ich würde gerne vielen jungen Leuten von euch, vielen Leuten, die damit vielleicht bisher noch nicht so viel Gedanken darüber verloren haben oder sich noch nicht ausgetauscht haben oder das einfach noch nirgendwo gesagt haben, dass sie sich manchmal doch sehr unwohl fühlen, obwohl sie eigentlich coole Sachen machen, coolen Content kreieren, dass ihr nicht die Einzigen seid,
Definitiv, ihr seid nicht die Einzigen, die dieses Gefühl mal haben, hatten und auch nach wie vor haben werden. Und es wird sich nicht einfach so ändern. Ich kenne ja nun schon einige größere Streamer, größere YouTuber, wirklich mit einer Reichweite, da kann ich wirklich aktuell nur noch von träumen. Die haben das gleiche Gefühl nach wie vor. Also, die sitzen manchmal vor 5.000, 6.000 Live-Zuschauern und haben trotzdem das Gefühl, dass sie da im Prinzip ganz einsam sind mit dem, was sie tun. Und die werden nicht mehr belächelt. Das ist also definitiv kein Gefühl, womit ihr jetzt alleine steht und was jetzt nur euch etwas angeht, sondern dieses Gefühl haben viele. Das ist immer noch eine Randsparte in der Gesellschaft, auch wenn sie immer weiter wächst, die immer noch nicht so akzeptiert ist wie alles andere. Also wenn ihr zu eurem Kumpels geht und sagt, ihr spielt Fußball, dann ist es so, ja, cool, ich auch. Aber wenn ihr sagt, ihr streamt auf Twitch viermal die Woche nach der Schule und spielt League of Legends oder Call of Duty oder Fortnite oder was auch immer, dann werdet ihr von vielen belächelt und nur einige sagen, oh cool. Und die wenigsten von denen, die sagen, oh cool, gucken sich auch an, was ihr macht, weil sie im Prinzip doch kein Interesse daran haben, weder an euch noch an dem, was ihr macht. Deshalb würde ich euch einfach nur eins mit auf den Weg geben können. Ich mache es jetzt seit einem Jahr. Ich glaube, für dieses eine Jahr kann ich sehr, sehr zufrieden sein. Wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich kann euch wirklich nur sagen, zieht durch, woran ihr glaubt. Und wenn ihr Spaß dran habt, dann zieht es durch gegen alle Widerstände. Lasst euch von niemandem erzählen, ihr könnt das nicht oder ihr seid zu schlecht oder ihr seid zu hässlich oder eure Stimme ist scheiße. Tut, was ihr mögt, woran ihr Spaß habt. Das ist im Prinzip das Wichtigste und das Einzige, was wirklich dafür sorgt, dass ihr auf lange Sicht gesehen nachher erfolgreich seid. Ihr solltet das Ganze niemals anfangen mit der Hoffnung, dass ihr innerhalb von 4 Wochen schnelles Geld verdient. Das wird nicht funktionieren, zu 100% nicht, kann ich euch sagen. Aber was ihr natürlich tun solltet, ist das Ganze so engagiert machen, dass ihr schon vielleicht irgendwann, wenn es erfolgreich ist und wenn ihr da wirklich immer weiter darauf hineifert, dass ihr vielleicht die Möglichkeit habt, dass ihr für euch von dem Ganzen, was ihr mit YouTube, mit Twitch, mit Spenden, mit allem, was dazugehört, mit Werbung, dass ihr euch kleine Sachen gönnen könnt. Das heißt nicht, dass ihr euch ein AMG kauft oder ein Haus oder das wären nur die wirklich 0,5% von allen Streamern. Wir haben, was weiß ich, 60 Millionen Streamer auf der Welt oder 600 Millionen, ich habe keine Ahnung. Das werden nicht viele schaffen. Aber guckt euch Leute wie Haptic Rush an oder Marcel Scorpion oder Monte, egal was ihr von jedem Einzelnen davon haltet. Diese Leute haben das geschafft und die haben das über Jahre durchgezogen, gegen alle Widerstände und jetzt ernten sie die Früchte von der ganzen Arbeit. Und das ist auch verdient, weil die es alle auf ihrem eigenen Weg irgendwie geschafft haben und dran geblieben sind. Und deswegen würde ich einfach sagen, weil ich nicht ganz weiß, wie ich das Video sonst abschließen soll, ich habe im Prinzip gar keine Ahnung, ich habe noch so viel mehr dazu zu sagen, aber ich dachte mir, wir machen das heute einfach mal. Zieht es einfach durch. Habt Spaß bei dem, was ihr macht. Zieht es durch. Andere Leute werden euch zugucken, kann ich euch versprechen, früher oder später, und werden auch Spaß dran haben. Und ganz ehrlich, wenn ihr etwas tut, was anderen Spaß macht, was sie unterhält, was denen vielleicht einen schöneren Tag verschafft, dann habt ihr alles richtig gemacht und dann gibt es da nichts Negatives dran auszusetzen. Überhaupt nicht. Im Prinzip tut ihr was für andere und für euch selber, habt Spaß daran und könnt später noch ein bisschen Geld dabei verdienen. Und wenn ihr dafür ausgelacht werdet oder angemacht werdet, zieht es einfach durch. Scheiß auf diese Leute. Richtige Freunde unterstützen euch von Anfang an und sind auch am Ende noch genauso, wenn ihr irgendwann mal sehr erfolgreich seid wie am Anfang. Das ist definitiv eine dieser Sachen, die ich so mit den Jahren jetzt mittlerweile, ich bin jetzt 27, gelernt habe. Und ja, mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen heute. Macht euch einen schönen Abend.